Bist du durstig? Nein, danke für das. Was für Ressort? Mikro. Man kann. Mann. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Wir fahren hier ein bisschen rum. Bist du durstig? Na, für was? Man kann. Mann. Hallo da drüben. Oh. Kommt nicht. Das. Oh. Oha. Verärgern wir ihn ein bisschen. Man könnte ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Oh. Da kommt der nächste Ausgang. Wir können echt nur eine Sache machen. Während der. Hast du Hunger? Nein, danke. Für das Genügsam. Was? Hallo da drüben. Oh. Kommt nicht lang. Das geht. Oh. Und los geht's. Kein Empfang im Wäschelift. Die Topflappen wären bei ihm natürlich sehr angebracht. Leider komme ich nicht an. Da kommt der nächste Ausgang. Wir machen gleich in dem zweiten Raum weiter, wo wir angekommen sind. Er ist weder al dente noch Al Capone. Man erkennt es am al dente Test und an der weißen Weste. Da kommt der nächste Ausgang. Oha. Können wir wenigstens bestürzen. Man könnte ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Das kennen wir schon. Da kommt der nächste Ausgang. Arg. Und los geht's. Hast du Hunger? Nein. Für was? Das können wir. Hurra. Da kommt der nächste Ausgang. Ich glaube, jetzt ist er nicht mehr so gut auf uns zu sprechen. Ich habe ihn genug geärgert. Oh, schade. Aufzugkontrolle. Ich muss Ihren Kleiderbügel konfiszieren. Nee. Da kommt der nächste Ausgang. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Ui. Der geht sich waschen. Ja gut. Da kommt der nächste Ausgang. Das ist zu fest eingepackt. Können wir. Das ist zwar Kochwäsche, aber nein. Was? Das da lässt nicht mal einen Kratzer, wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Das ist. Was? Die wenn ich doch. Tja. Da ist nichts mehr drin. Kann man Licht anmachen? Hier. Oha. Die Wäscherei hat das gut verpackt? Das ist zu fest eingepackt. Ich trage doch schon Wäsche. Naja. So weich. Mit Schmusi war ich ultra gewaschen? Nein, mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja, atomfrisch. Die Wäscherei hat das. Ich kann spucken. Können wir hier bestimmt auch. Was? Die Schere, wenn ich doch nicht. Okay, können wir nicht. Können wir Chips krümeln? Die Wäsche ist zu gut. Was? Das der wenn ich doch. Das gibt's doch nicht. Okay, was haben wir hier?
Sprich zu mir, Herold des Wäschelifts. Es dürfen nur vorschriftsmäßig gefährdete Kleidungsstücke transportiert werden. Ich höre immer nur bla bla bla. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Das ist an die Wand geleimt. Dieses Plakat ist... Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu... Aha. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Hübsch. Stromzähler. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Tja. Der ist in diesem Kasten eingesperrt. 21.913 Kilowattstunden, 21.914 Kilowattstunden, 21.915 Kilowattstunden, 21.855, 21.916 Kilowattstunden, 12, 1.000.000, 335, 30, 21.300, verflixt, verzählt. Tja. Nein, der verbraucht keinen Strom. Tja, dann sollten wir vielleicht das Licht anlassen. Licht. Licht! Oder auch nicht. Oh, jetzt sind wir auf der Seite der Tür. Jetzt geht das. Ah, wen haben wir denn hier? Uha. Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Okay, das hatten wir auch schon. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Klingt nach einem guten Plan. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Das ist klar, Herr Komplettlösung. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen.
Gold wäre ideal. Die Goldmedaille des... Des Königs könnte das von Adrian. Das könnte was bringen. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im 3. Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Das kriegen wir hin. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Ach ja, Drogelbecher, der Gute. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Das hilft uns tatsächlich. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Um nochmal auf dein... Ja. Ich... Viel Glück, hast du so... Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Ah. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Jetzt weiß ich auch wieder, wie wir Adrian dazu kriegen, uns die Goldmedaille zu geben. Da müssen wir noch einen Elektroschock raum mit Herr. Müssen wir irgendwie den Alumann irgendwie überreden, darüber zu kommen. Das hinkriegen weiß noch nicht, aber wenn wir den Elektro geschockt wurden, dann können wir ihn dann schocken, dann hat er Pech und dann. Jo. Muss man sich nur noch erinnern an die Lösung der Rätsel, wenn man das schon mal gespielt hat. Ist zwar 2 Jahre her, aber... Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Sancho. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Ach was. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Alarmknopf. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Oh, schade. Alarm! Da hat jemand eine Feuerwehrausrüstung anprobiert, wie es ausschaut. Ich habe nur wichtige Sachen.
Mr. Harvok, Energie. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Die mag einfach keinen Sessel. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Kalender. Hallo, Baby. Benimm dich auf. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Oh ja. Der ist nun wirklich zu gar nichts nutze. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, nice, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm so dich muss auf. Das. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Oh. Können wir... Ah ja, wir können. Müll beschmutzen. Der schreibt noch. Na gut. Es ist immerhin kaputt, oder? Okay, wir sind... Es ist kaputt stimmenlos geworden. Das ist schlecht. Müssen wir das Messer nutzen, um alles aufzuschlitzen. Ich meine, ja. Ui. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Alarm. Ja, Harveys neue Augen gibt es ja eine Szene, das haben wir auch schon gespielt, hinter die, bei den Duschen hier. Wo man, da muss man so ein Farb, so ein Socken vermischen. Nee, das waren die Zutaten für die Pizza, die man anmischen muss und so. Jetzt in der Harvey's nur irgendwie eine kurze Szene, wo man hier auch nochmal reinkommt. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Hm. Ach, schön. Salge. Mehr Hautsch. Hüftrachge. Risch, was ist? Swish. No, völlig. Balfort. Hilbei. Hassem. Fort. Waschleck. Fnes. Ich habe erst die Luft. Das klappt so nicht. Als ob. Aber Schluch. Hagel Scholo. Guck mal, Harvey, Reflexion. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Okay, hier kommen wir später nochmal rein. Das wird später noch wichtig. Hier waren wir schon. Hallo. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti, wie schön. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Genau. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Sicher. An deiner bleichen Haut. Ja, jetzt nichts. Ja, dieses Dreck. Gibt schon wieder. Twitter brennt schon wieder. Ich hab's in die Haut angesprochen. Was sitzt ihr hier herum?
Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernen ja. zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier... hat als einziges ein Laken. Oha. Ja, aber ich kann bestimmt keiner voneinander unterscheiden. Das ist, sieht haaridentisch aus. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Aha. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Ich hab schon eine Idee, aber das ist doch erstmal. Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Das klappt so nicht. Lecker. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Ah, ja. Braucht ihr einen Kugelschreiber? Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne Sudoku gegeneinander. Gegeneinander? Ja, aber Moti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Das sind Eskimo-Zahlen. Ah, ja. Das klappt so nicht. Das klappt nie. Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Braucht ihr etwas Senf? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Aha. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen wir dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Juhu. Braucht ihr einen Kochtopf? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrümelt. Das hier. Vielleicht könnte ich die beiden trennen. Aber ich will sie nicht verletzen. Wollt ihr die Gabel haben? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man essen sagt es gehen. Das hier. Möchtet ihr meine Topfla... Nein. Nein. Da seid ihr euch ja sehr einig. Siamesische Zwillinge sind sich immer einig. Und sie benutzen niemals Topflappen. Das liegt in der Natur der Sache. Ah, ja. In Siam isst man nämlich Sushi. Und Sushi isst man roh. Das erklärt die Topflappen, aber nicht die Einigkeit. Wir waren ja noch nicht fertig. Also... Sushi isst man roh. Und von rohem Fisch bekommt man Kommunismus. Ist doch logisch. Macht Sinn. Gut merken, von rohem Fisch bekommt man Kommunismus. Hallo Hoti. Hallo Moti. Hallo. Hallo Ed. Bis später. Hau rein. Und grüß mit... Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt... wird es schneller abgezogen, als man... Eslan... und doch... sagtest du... Ja, das ist genau. Das hier. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei! Wow! Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ganz genau.
Wir verlassen mal kurz den Raum. Okay, die sind noch da. Dann können wir die loswerden. Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Ja. Wir verlassen mal die Etage.